Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Heute mal mit einem ganz speziellen Hintergrund. Das Bild, das ihr sehen könnt im Hintergrund, das hat mein Sohn gemalt für mich. Und ja, die Bilder von ihm, die haben immer eine besondere Energie und eine versteckte Botschaft. Und ich mache heute einfach mal ein Experiment. Ich bitte die geistige Welt, diese Botschaft des Bildes, also an mich zu transportieren, es in Worte zu fassen, dass ich es in Worte fassen kann. Und ja, es hieß, dass ich dieses Bild eben für die September Botschaft, also fürs September Video verwenden soll. Also es hat was mit dem Monat September zu tun. Ich lasse mich überraschen, ist ganz was Neues für mich, wie so eben ein Experiment. Und ja, ich habe dann fürs Video noch ein bisschen eine Überraschung für euch vorbereitet. Und ja, ihr werdet es gleich sehen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und wie ihr seht, so teilweise im Bild verschwunden. Also, das soll einfach symbolisch bedeuten, dass ich ganz in die Energie des Bildes eintauche und mich davon durchfluten lasse und dann eben mir erzählen lasse, was das bedeutet und für mich, für euch, für den Monat September. Ja, ich bin schon ganz gespannt darauf und ja, ich höre einfach, wer heute da ist für mich. Okay, ich höre Erzengel Metatron, der hat sich vor dem Video schon angekündigt. Also scheinbar ist er der Einzige, der heute da ist. Ich höre schon noch Mutter Maria im Hintergrund, aber ich glaube, die Botschaft kommt heute von Erzengel Metatron. Ja, dann lasse ich mich überraschen und höre, was er mir zu sagen hat. Die Energie dieses Bildes bedeutet für dich, für euch, dass nun etwas ganz Neues kommt. Etwas, das man nicht mehr in Worten erklären kann, das man nur noch fühlen, in das man eintauchen kann. Es ist eine ganz neue Welt der Formen. Es entstehen neue Formen in eurer Welt. Neue, noch nie dagewesene Formen. Ich bekomme ein Wort, aber ich kann das nicht aussprechen irgendwie. Vielleicht auch neue Worte, kann ja sein. Ich höre weiter. Es ist wieder Neubeginn, der hinter den Wolken noch ist, aber der schon ein bisschen sichtbar ist. Die Wolken sind schon ein bisschen durchlässig und ihr könnt schon den blauen Himmel erahnen und zum Teil wahrnehmen. So dürft ihr es verstehen. Dieses Neue, es ist schon da, es ist schon vage sichtbar, doch noch nicht für alle ganz klar erkennbar. Und es ist auch nicht mehr mit Worten zu beschreiben. Das ist etwas, das ihr dann wirklich nur noch fühlen könnt oder über Botschaften empfangen werdet. Und die Botschaft, das, was ihr empfängt, eben in der nächsten Zeit, im nächsten Monat vor allem, hat damit zu tun, wie es auf eurer Erde nun weitergeht. Es hat vor allem damit zu tun, wie ihr euer Potenzial einsetzen sollt und dürft. Ihr könnt nun zum ersten Mal wirklich spüren, was ihr alles in euch trägt, was für ein großes Potenzial in jedem von euch steckt, das bisher zugedeckt war,
hinter den Wolken versteckt war und jetzt zum Vorschein kommt. Und ich höre euch schon fragen, ja, was ist es denn? Was habe ich denn für ein Potenzial? Ja, genau das sollt ihr eben nicht tun. Es nicht versuchen, mit Gedankenkraft oder mit Worten zu erklären oder es euch erklären zu lassen. Lasst einfach die Energie dieses Bildes, die Energie vom Monat September in euch wirken, durch euch durchströmen. Und ihr werdet erkennen, ihr werdet es erkennen, es wird sichtbar werden. Vor allem ab Mitte des Monats wird es ganz klar sichtbar werden. Und ihr habt dann auf einmal neue Ideen. Es kommen Impulse, Gedankenblitze zu euch. Und ihr wisst gar nicht, woher das kommt oder wieso das plötzlich da ist, weil ihr daran vielleicht noch gar nie gedacht habt oder gar nicht geglaubt habt, dass sowas in euch überhaupt da ist, was da nun zum Vorschein kommt. Lasst euch überraschen. Es ist eine ganz neue Zeit, es beginnt eine ganz neue Ära, von der ja schon lange die Rede ist. Nun ist sie da, zumindest vage erkennbar. Und je mehr ihr eintaucht in diese Energie, je mehr ihr euch davon durchfluten lässt, je weniger ihr versucht, es mit Gedankenkraft festzustellen und euch vorzustellen, je stärker und intensiver kann sie wirken und zu euch kommen. Denn was macht ihr, wenn ihr es versucht, mit Gedanken zu erklären und zu festzuhalten? Dann schiebt ihr es von euch weg. Das ist dann wie eine Blockade, dass es nicht fließen kann, nicht zu euch kommen kann. Darum sage ich euch, lasst euch einfach davon durchfluten. Lasst die Gedanken schweifen. Natürlich kommt es zum Teil über eure Gedanken, über Gedankenblitze, über plötzliche Ideen und Einfälle zu euch. Doch es sind niemals die Gedanken, die es erzeugen, die es hervorbringen. Und wie Gabriele schon gesagt hat, sie hat ein Wort gehört, das sie nicht aussprechen konnte. Es wird zum Teil auch nicht mehr erklärbar sein. Aber jeder, der in diese Energie eintaucht, wird die Botschaft bekommen und sie fühlen und erkennen. Ja, das ist die neue Zeit. Es ist nicht mehr mit Gedanken, Kraft machbar. Das Neue kommt zu euch in ganz neuer Verpackung und in einer anderen Verkleidung, wie ihr vielleicht gedacht oder geglaubt habt bisher. Und ich höre schon wieder, ja, was denn genau, wie kommt es denn? Ja, genau das sollt ihr eben nicht machen. Ihr sollt es einfach zu euch kommen lassen. Es wird genau das zu euch kommen, was zu euch gehört und wovon ihr profitieren könnt. Und wodurch ihr es erkennen könnt. Es werden auch Energien anderer Daseinsformen nun verstärkt in eurem Umfeld, in eurem Energiefeld auftauchen. Und wie könnt ihr das erkennen? Ihr könnt es erkennen, dass eure Gedanken etwas wirr sind oder ganz anders funktionieren wie bisher, dass ihr andere Gedankengänge habt, dass sich irgendwie da neue Impulse reinmischen und daran könnt ihr erkennen, dass ihr gerade so Funk empfängt
von anderen Welten, anderen Daseinsformen, die euch mit Energie und mit tiefem Wissen durchfluten. Wohlgemerkt ein Wissen, das nicht schon geschrieben ist oder irgendwo in YouTube oder in Google suchbar ist, sondern es ist ein Wissen, das wirklich ja, aus der Tiefe kommt, aus der Quelle, aus einer ganz tiefen Quelle. Und ihr braucht dann keine Worte mehr, um es zu verstehen, oder keine Gedanken mehr, um es zu verstehen. Ihr wisst es auf einmal. Und das sind diese Inputs, die jetzt ganz verstärkt zu euch kommen. Ja, dieses Bild verrät es ja schon. Es ist eigentlich genug gesagt für heute. Ihr bekommt noch für den September eine Anleitung, also sowas wie eine Anweisung. Ja, wie schon gesagt, der September durchflutet euch mit einer neuen Energie, mit einer Freiheit, die ihr bisher noch nie kennengelernt habt. Die Freiheit, einfach zu sein, einfach zu empfangen, euch nur öffnen zu brauchen und alles kommt zu euch, was ihr braucht, um weiterzugehen, um auch den Alltag noch bewältigen zu können. Doch wie schon gesagt, es ist mit Worten schwer erklärbar. Und ich, Erzengel Metatron, lasse nun eine Energie durch das Medium Gabriele zu euch fließen, damit ihr das in Leichtigkeit zu euch kommen lassen könnt, was der Monat September euch bringen möchte und verspricht. Es ist nun angekommen bei all jenen, die in diese Energie eintauchen möchten und sich davon berühren lassen wollen. Und ich verabschiede mich nun für heute. Ganz herzlichen Dank, Erzengel Metatron, für diese schöne Botschaft. So, ich muss mich kurz sammeln. Die Energie war sehr intensiv. Ich habe sehr viele Bilder und Symbole gesehen. Ich sehe da zum Fenster raus und da ist eben der Himmel mit so ein bisschen Wolken durchzogen und da habe ich ganz, ganz viele Formen, Bilder gesehen. Und ich habe richtig gespürt, die Gedanken gehen ganz weg. Es ist nicht mehr wichtig. Ich habe sowas wie eine Hand gesehen, die offen mit der Handfläche nach oben zeigt und da kamen so, ja, wie so Energie Pfeile oder Striche von den Wolken runter, also wie wenn man die Hand aufhält und die Energie kommt einfach rein. Ja, das ist jetzt auch für mich ganz, ganz speziell gewesen, diese Botschaft und all das, was ich eben jetzt heute gemacht habe, ganz neu auch für mich. Ja, und ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen, weil die Gedanken sind jetzt irgendwie verflogen.
weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, das ist ein Video für euch, das mehr so energetisch wirkt, als dass es euch neue Informationen oder Gedanken bringt. Aber ich denke, so wie Erzengel Metatron gesagt hat, ist das ja auch die Zukunft. Ja, dann lasse ich das so einfach stehen und ich werde jetzt ja ganz im Bild verschwinden sozusagen und euch dieses noch kurz stehen lassen, damit ihr die Energie des Bildes noch auf euch wirken lassen könnt und das ganze Bild noch in Ruhe betrachten könnt. Ja, zu meinem Sohn vielleicht noch, ich habe, wenn sich jemand interessiert für ihn oder was er sonst noch so macht, ich verlinke euch die Homepage unter meinem Video. Er hat zwar gesagt, er hat jetzt gar keine Zeit im Moment zum das Aktualisieren oder Angebote reinstellen, weil er gerade am Umziehen ist, aber ja, vielleicht schaut er dann irgendwann später nochmal rein, wenn er das dann alles gemacht hat. Okay, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Monat Dezember. Ja, vielleicht noch kurz, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich bin im Urlaub die ersten zwei Septemberwochen, also vom 5. bis 18. September bin ich zum Teil auch außer Landes und nicht immer erreichbar. Ich bitte um euer Verständnis, dass auch ich mal eine Auszeit brauche und danach bin ich mit ja, neuer Frische wieder für euch gerne da und erreichbar. Alles Liebe euch, eure Gabriele.